Und sonst? Alles mal erlebt? Hatte kein Auto? Ist abgesoffen. Ach, Vergaser, ne? Oder Anlasser? Frag mich mal was Leichteres. Apropos abgesoffen, was macht denn hier dein Bademeister? Wie heißt er noch, der... Geht dich das was an? Menno! Menno Dühl, Surflegende! Der hätte dich auffahren können, wenn er schon hier wohnt jetzt wieder. Vielleicht guckst du mal geradeaus, da vorne kommt eine Kurve. Kurven sind hier so selten, kenne ich in- und auswendig. Es gibt leider eine Fahrplanänderung. Der fand neuerdings erst Westermarsch, dann Mittelmarsch, dann Westermarsch 2. Ist genau andersrum als sonst. Was? Wieso das denn? Wieso das denn? Das ist Winterfahrplan. Oh, Bruno, scheiße. Ich muss pünktlich zum Job, sonst fliege ich raus. Kannst ja Mittelmarsch umsteigen. Ach. Okay, war ein Scherz. Entschuldigung, das Wiesland. Halt an, Bruno. Ich hab mir gesagt, es war nur ein Spaß. Kannst du bitte einfach nur anhalten? Gut, bitteschön. Was willst du? Warte hier. Wie, warte? Mirabel! 7.22 Uhr. Mittelmarsch ist nicht mehr zu schaffen. Mirabel! Mirabel, jetzt steig ein! Bruno, siehst du irgendwo einen Seehundfang? Ich sehe hier 70 Leute, die mich gleich aus dem Bus prügeln! Na, mein Kleiner? Hast du denn auch eine amtliche deutsche Marke an der Flosse, hm? Oder bist du eine ausländische Robbe? Mirabel! Dann müssen wir dich nämlich deinem Schicksal überlassen. GE. Germany. Mirabel! Bruno! Ruf die Seehundstation! Er ist deutsch! Ach, der Holländer ist deutsch! Na, dann können wir doch eine kleine Fischbitte in Kauf nehmen, ja? Von mir aus gerne. Du weißt aber schon, dass du da mindestens die erste Stunde versäumst, ne? Und der Lehrer läuft sowieso nicht. Der setzt hin. Sag mal, ist das nicht Kongo-Müll, Erdkunde? Ja, voll ätzend. Was ist die Hauptstadt von Senegal? Weiß ich gar nicht. Dakar! Kongo-Müll habe ich auch schon gehabt. Bin trotzdem Busfahrer geworden. Stinksauer, du. Da kommt er schon. Mirabelle, über eine Stunde zu spät. Du gehst nicht weiter. Es war ein Notfall. Wie Notfall? Was für Notfall? Frühgeburtsalarm oder was? Es lag ein Heuler im Watt. Es lag ein Heuler im Watt. Ja? Und du musstest dem armen Tierchen erstmal Heringe und Milchshakes vorbeibringen, oder wie? Es war Ebbe, das Tier wäre eingegangen. So. Jetzt hören Sie mal alle eben genau zu, meine Damen. Ein Heuler ist ein Seehund. Und davon gibt es offiziell 8000. Wir haben die Nationalparks-Idioten vergessen, die anderen 100.000 mitzuzählen, weil die gerade am Tauchen sind. Und was machen die lieben Tierchen da unter Wasser? Sie fressen 30.000 Tonnen Fisch. Unseren Fisch, den unsere Kutterflotte in unserem Wattenmeer nicht mehr fängt. Wir müssen schon so weit rausfahren, da gibt es gar keine Seekarten mehr. Und unsere liebe Mirabelle rettet zu einer fetten, kleinen Scheißrobbe das Leben. Ja, aber so eine Robbe, die frisst doch nur kleine Fische, Klaas. Die darfst du gar nicht fangen, so kleine Netze darfst du gar nicht benutzen. Ja, aber die Seerobben sind blöd. Denn geht's nur um eins, so schnell wie möglich Speck ansetzen. Können Sie nicht zählen, oder was? Was ist der Standardbelag? 5 Shrimps, 4 Alaska-Lachs, 3 Kalamari-Ringe, 3 Miesmuscheln und 25 Gramm geriebenen Käse und eine Tigergarnele. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sehe ich hier 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ein Shrimp mehr oder weniger. Kann ja mal vorkommen. Ach ja? Was kann vorkommen? Ein Shrimp? Der kommt nicht hier aus unserem Wattenmeer. Der kommt aus Thailand. Den muss ich ganz teuer einkaufen. Ja, du dekorier du mal 1000 Pizzas mit 5 Shrimps, ey. Das hat sich sowieso bald erledigt. Das wird dir bald alles maschinell gemacht. Kommst du mal eben mit? Komm mal eben mit. Was passt mich denn so an, Klaas? Das war doch ein Ablenkungsmanöver. Ach so. Und jetzt willst du dich von deiner Frau ablenken, was? Ich habe ganz besondere Pläne mit dir. Deine Hand liegt auf meinem Hintern. Mhm. Pass lieber auf, du. Angestellte stehen unter Naturschutz. Das kriegt doch hier keiner mit. Sehen wir uns heute Abend? Mal sehen. Na klar. Mann, beherrsch dich doch mal. Ich lass mich scheiden, 100%. Das höre ich schon seit Wochen. Hast du ein bisschen Kohle für mich? Ich habe dir doch gerade was gegeben. Das war gestern. Ja, gestern. Hier. Gut. Ich muss dann jetzt auch wieder, ne? Weißt du ja. Mach den her. Ich hab doch gesagt, ihr sollt nicht einfach so hier reinplatzen. Die Kleine aus der Tiefklappabteilung ist ein echter Feger, was?
Was ist das für ein Scheiß? Fummelt an ihren Titten rum und hat keine Ahnung von gar nichts. Hauptsache, seine Alte kriegt keinen Wind davon. Ja. Ihr müsst weiter rausfahren. Der Bademeister hat schon wieder eine Konserve hier am Strand entdeckt. Wir scheißen die Nauze mit der Müll zu klein, ist aber nicht mehr für den Preis. Risiko zu groß. Da musst du was drauflegen. Ich bin sowieso schon vorbestraft. Du? Wieso das denn? Ja, wegen allem Möglichen. Steuerhinterziehung, Drogenbesitz, Körperverletzung. Und die Umweltsache nicht vergessen. Das bisschen Dünnsäure? Ja. Mehr gibt's nicht. Was ist das für ein Zeug? Jetzt hör mal auf hier damit, hier drin. Spezialtabak. Ja, spezial. Erweitert die Blutgefäße und entspannt. Hier, Chef. Das ist ja komisches Zeug. Ja, sehr komisch. So, was hast du an der Backe da? Ist das Dreck oder was? Das ist mein Tang. Aber hast du keinen Spiegel? Das sieht ja versifft aus, ne? Na, ist ihn zufrieden, Lars. Ich war auf der Bohrinsel. Halt du deine Fresse mal 10 Jahre in die Ölfontäne, du. Tu dich doch mal mit meiner Frau zusammen. Schön als Farm bei Kiki Beach. Hm? Da haben sie sogar schon das Monster von Loch Nessie behandelt. Kann ich mal drüber nachdenken? Ja. Ist nicht ganz dicht, das kostet ein Vermögen. Mich nicht. Ich sag dem Arzt einfach, pass mal auf, wenn die morgen früh wieder aufwacht, dann sagst du, du hast was an der Nase gemacht oder einen Hintern geliftet, aber sag ihr irgendwas. Und das glaubt sie? Glaube versetzt Berge. Ist doch heute alles psychosomatisch wie eine Weibern. Klaas. Hm? Klaas. Hey, Adele! Kann ich dir mal kurz sprechen, Klaas? Na sicher. Lass mich scheiden, Klaas. Alter, das ist doch Blödsinn, hast du doch auch schon 1000 Mal gesagt. Du betrügst mich mit diesem Fischhallenflättchen da. Das ist kompletter Blödsinn. Da, hast du auf die Titten gestarrt. Quatsch ist das. Erstens hat sie sich an die Kleiderordnung zu halten und hier den Ausschnitt schön zuzuknöpfen. Und zweitens kann der nicht mal bis 5 zählen. Was soll das denn jetzt schon wieder? Naja, 5 Schrimps. Mal haut sie 5 auf die Pizza, mal 6. Was hat sie, was ich nicht hab? Gar nichts. Nur was Miss Friesland als 90. Und sie schrubbt beschissene Fische. Was ist mit meiner Kur? Kur. Hey, Frau von Jonker ist jetzt aber auch nicht leicht, ne? Ja, wenn du in dem Alter noch so aussiehst. Aber hallo. Also ich muss mir noch mindestens 2 Kilo abhungern. Das sehen die Jungs überhaupt nicht, ob du 2 Kilo mehr oder weniger drauf hast. Doch, das sehen die du. Also ich habe keine Lust rumzuhungern oder mit irgendwelche Weiber sagen, guck mal, die Blinker trägt wieder 36. Bald hast du ja wieder Doppel-D. Niemals. Also ich würde mir gerne mal eine Schönheitsform leisten. Ja, Kiki Beach kostet ein Vermögen. Am besten wir knacken den Jackpot. Mit den Systemzahlen her gewinnst du keinen Blumentopf. Wir spielen jetzt schon seit einem Jahr. Kann ich auch gleich meine Telefonnummer ankreuzen. Wir brauchen Glückszahlen, an die man ganz fest glaubt. Magische Zahlen. Zahlen, die unseren Alltag bestimmen. Zum Beispiel, wie viel Gräten hat Kabeljau? Du hast du doch nicht mehr alle. 48. Oder wie viel Heringe im 400-Gramm-Glas? 8. Oder so. 6. Wie viel Schrimp auf Foti die Nadel? Leg mich am Arsch mit deinen magischen Zahlen, Mirabel, du. Einmal Fisch, immer Fisch. Ich glaube, ich esse nur einen Salat. Aber jetzt trinken wir Backfisch. Da ist Menno. Ach, ganz cool bleiben. Lass ihn zuerst grüßen. Das kann ja ewig dauern. Hey, Menno. Moin. Na, wie läuft's? Schlecht Wetterfront. Sturmwarnung. Strandkörper müssen hoch. Ich hab's leider im Kreuz. Das will ich natürlich gerne mit anpacken. Wie witzig. Ja, ich weiß ja nicht, was du jetzt machst, aber wir machen jetzt Mittag. Ja, viel Spaß. Kannst ja nachkommen, wenn du Lust hast. Einmal Max Stella Fee mit Blockentubbel und einmal Max Stella Tree mit Blockentubbel. Hast dich ja gar nicht mehr gemeldet. Na, ich war im Atlantik. Biarritz, Frankreich. Sag bloß, und war das schon länger geplant? Ich musste mal raus aus der Provinz. Obergeiler Surfsport, ich meine, mega Wellen. Da kannst du die kleinen Turns hier aber schön vergessen. Und das habe ich mir einen Tag lang angeguckt und dann hatte ich es drauf. 6 Meter Giganten. Und dann reitest du ganz oben. Über den peitschenden Kamm, bumm, ins Tal runter. 6 Meter. Ich meine, das ist ein kleines Haus, weißt du? Killer. Echt. Südfrankreich, ganz anderer Schnack. Und, warst du alleine da? Mhm. Mit ein paar Surfern aus der Gegend. Also ganz ohne Mädels? So eine kleine Französin. Aber mit Mädels kann auch nerven. Irgendwie voll egozentrisch. Nur die eigenen Probleme. Das ist so, als wenn ich dich hier mit meinem eigenen Kram voll labern würde. Also,
stand das Surfen im Mittelpunkt. Du hast meinen gesegneten Appetit. Ja, irgendwie schon. Ich meine, du bist auch sonst irgendwie etwas in die Breite. Ja, da wollte ich dir eigentlich auch noch was zu sagen. Du sag mal, hier, guck mal, schon mal gesehen? Hab ich am Strand gefunden. Thunfisch aus Fernost. Das habt ihr doch im Programm, oder? Habe ich noch nie gesehen. Sag mal, sind das nicht deine beiden Brüder da draußen? Nee, nicht, dass ich wüsste, die sind an Land, im Arbeitsamt. Von wegen, die schnappe ich mir. Was ist denn passiert? Ach, Scheiße, was ist passiert? Oh, Jimmy, Mann, geh doch ran. Oh, Jimmy, bitte. Yo. Jimmy, dreh ab, ihr bekommt Besuch. Menno ist auf dem Weg. Dreht ab, Menno hat euch durchs Fernglas gesehen. Schönen Dank, Schwesterchen. Der beschissene Bademeister kommt raus. Der Ding ab, Mann. Worauf du einen lassen kannst. Raus aufs Meer, sag ich nur. Ja, rauf den Scheiß! Hey! Hey! Piet! Piet! Jimmy! Ich sauf hier ab! Hey! Hey, warte! Kommt Hilfe! Versuch, Jimmy! Ich sauf ab! Versuch der Sog! Wo ist der Rettungsring? Bleib locker! Ganz locker! Fühl dich nicht vom Fleck! Und lass das Wasser Wasser sein, weißt du doch! Super groß, Bruderherz! Scheiße! Ich treib ab! Idiot! Hilf mir! Hilfe! Na, ein bisschen nass geworden. Was macht denn Menno da? Verdammt, wieso schwimmst du nicht? Halswirbel ausgerenkt, deshalb. Du fällst ins Wasser und renkst dir den Halswirbel aus. Bist du aus dem Flugzeug gefallen, oder was? Und sind auch heute noch ein paar andere Sachen von Bord gefallen, was? Wozu Bademeister doch da sind. Vielen Dank. Das stinkt hier aber ganz schön nach Fischmüll. Wenn du dich jetzt noch ordentlich um unsere Schwester kümmerst, werden wir noch Freunde. Versau dir das nicht wieder. Wie Freunde? Na, du gehörst zur Familie. Sag mal, kann ich mal kurz telefonieren? Ich hab meinen Lottoschein vergessen. In 5 Minuten ist Abgabeschluss. Was gibt's denn zu gewinnen? Ja, und hier ist Lotto Tam. Ari Hickmet, ich hab grad die Blicke aus dem Wasser gezogen. Das ist ja ein Ding. Was hat denn der im Wasser zu suchen? Das hat ich. Ausgerutscht und vom Bord gefallen. Tatsächlich. Ausgerechnet unser Pete, dieser hochanständige Kerl. Ja, hör zu, deshalb musst du mir jetzt einen Gefallen tun und meinen Lottoschein anschreiben. Pass mal auf, wenn du das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ja? 16 Uhr ist 16 Uhr, so sind die Regeln. Wozu haben wir eine Wettgemeinschaft? Ich laufe noch nicht hinterm Geld her. Außerdem hast du schon ewig nicht mehr bezahlt. Oh, ich kann doch nichts dafür. Das haben wir nun davon. Ich kann doch auch nicht zur Lottogesellschaft gehen und sagen, hören Sie mal, ich habe zwar alle Kreuzchen gemacht, aber leider das Bezahlen vergessen. Moin. Moin. Ari, streck die Kohle vor. Ich kann dir da nichts versprechen, Menno. Vielleicht hast du ja Glück und wir gewinnen nicht. Ja, und wenn doch, wir sind ja keine Unmenschen, ne? Schließlich bist du ein langjähriges Mitglied. Also, tschüss, Menno. Da hat dein Bruder aber nochmal Glück gehabt, Mirabel. Menno hat ihn gerade aus dem Wasser gezogen. Wird allmählich Zeit, dass wir auch mal Glück haben. Was soll das denn heißen? Wenn das für heute mal kein gutes Omen ist, was? Heute ist Jackpot. 25 Millionen. 6 richtige mit Superzahl und dann knacken wir den Laden. Wir spielen heute unseren eigenen Schein, Ari. Kein Bock mehr auf deine Systemzahlen. Was? Wieso das denn? Mit der Tippgemeinschaft haben wir seit über einem Jahr noch keinen einzigen scheiß Cent gewonnen, du. Ja, wir brauchen Glückszahlen. Glückliche Tage, glückliche Stunden. Zahlen, an die man ganz fest glaubt. Dann lasst mal eure Glückszahlen hören, Mädchen. Dein erster Freund? Mit 13. 13? 13? 13 ist schon mal totaler Quatsch. 13 ist die meistgespielte Lottozahl der Welt. Jeder Idiot glaubt an die 13. Ach. Und bei dir? 15. Und wer war bei dir der Glückliche? Wenn ich das noch wüsste, du. Hat aber nur 20 Sekunden gedauert, die Nummer. 20? Eigentlich wollte ich ihn danach umbringen. Womit? Pistole. 8 Schuss. 8? Wenn schon erschießen, dann auch richtig. Das ganze Magazin. Und wie viele Jungs kamen danach? Ich will ja nicht angeben. Nur so die richtigen Knaller. 5? 4. Ja. Gut. Ja,
Das macht dann 1,50 Euro. Hier. Tschüss. Tschüss, Mirabel. Ja, tschüss. Du meinst, deine Systemzahlen zünden heute, oder was? Absolut. Sag mal, hast du Menno gerade aus der Tippgemeinschaft rausgeschmissen? Tja, Mann, der ist fast selber schuld. Naja, wenn das so ist, dann bleib ich wenigstens im Rennen. Kluges Mädchen. Tja, das macht dann 16,80 Euro. Kann ich anschreiben? Aber nur, weil du es bist. Cool. Ja. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie sich so schnell freimachen konnten, Frau Winkler. Unsere Kontrolleure haben Ihren Sohn Emil heute zum vierten Mal beim Schwarzfahren erwischt. Die Monatskarte war vom letzten Jahr. Die neue habe ich verloren. Das erzählst du jedes Mal. Ist da niemand bei Ihnen zu Hause, wenn Sie arbeiten? Doch, sicher. Meine Brüder. Jimmy und Pete, ja. Was geht Sie das denn an? Liebe Frau Blinker, ich wünsche mir, dass Ihr Sohn Emil nicht in die Fußstapfen Ihrer beiden Brüder tritt. Immerhin halten Jimmy und Pete den absoluten Schwarzfahrrekord im ganzen Landkreis. Das ist doch Schwachsinn. 1985 haben die beiden die Linie 15 vor eurem Haus mit Nagelbrett und Luftgewehr zum Stehen gebracht, weil vor eurem Haus keine Haltestelle war. Ach, was? Die legendäre Blinker-Kondombombe. Düngemittel. Waschpulver, Rohrfix. Toilettenspülung ziehen, Deckung nehmen. Resultat, eine komplette Toilette im Busbahnhof flog in die Luft. Fazit, die gesamte Familie Blinker sind ausgemachte Feinde des öffentlichen Nahverkehrs und Sie machen da keine Ausnahme. Hallo. Sie kennen unseren Fahrer, Herrn Karas? Ja, Herrn Karas kenne ich. Herr Karas behauptet, er habe ihretwegen auf freier Strecke außer fahrplanmäßig halten müssen. Ja, jetzt entsteht hier ein völlig falscher Eindruck. Wollen Sie mich jetzt etwa für irgendwas haftbar machen? Wir haben massive Beschwerden von allen Seiten. Insgesamt sind 48 Personen zu spät zum Job gekommen. Das ist für einen Fahrer wie ein Karas, der zum Busfahrer des Jahres nominiert ist. Eine absolut katastrophale Bilanz. Busfahrer des Jahres? Ich habe ihn nicht zum Anhalten gezwungen. Tja, dann gewinnen eben wieder die Fundamentalisten. Die Fundamentalisten? Was soll das denn heißen? Seit Jahren gewinnen die Fundamentalisten. Für die Fundis, da gibt es nur Haltestelle, Fahrplan, Pünktlichkeit. Das sind die Hüter des öffentlichen Nahverkehrs. Die Fundis lieben exakte Uhrzeit, Vorfahrt bei jeder Verkehrslage, eingeschränkte Einsteigezeit. Und sie hassen es, mit einem Fahrgast mehr als drei Worte zu wechseln. Das kann man von Bruno ja nicht behaupten. Nein, Bruno gehört zu den Idealisten. Idealisten, die halten auch mal bei Regen, auf freier Strecke, außer fahrplanmäßig. Oder ermutigen einen Schüler mit schlechten Sensoren doch nach Hause zu gehen. Das kostet schon mal Zeit. Das sind zwei völlig verschiedene Philosophien. Das sind zwei konkurrierende Lager. Fahrgastservice, Kommunikation und Konfliktbewältigung da. Da bin ich vorn. Über Pünktlichkeit habe ich noch einen. Der Ausschuss duldet keine Verspätung. Wenn Sie, liebe Frau Blinker, hier und jetzt erklären, dass Herrn Karas keine Schuld trifft, dann könnte ich bei der Bezirksregierung Weser-Ems noch was tun. Was habe ich davon, Herr Bürgermeister? Wir verzichten auf das Verwarnungsgeld für Schwarzfahren. Was halten Sie davon? Wie geht's denn Ihren Brüdern? Man hört, einen hat heute fast die Nutze erwischt. Wie ist das passiert? Ausgerutscht. Auf deinem Scheißmüll. Hals ausgerenkt. Schulter ruiniert. Was hältst du denn jetzt davon, hä? Du solltest mal dringend duschen. Das halte ich davon. Du hast dir beinahe ganz schön ins Auge gegangen, Klaas. Dank der verdammte Bademeister nichts geschnallt hat. Der ging wahrscheinlich zu einer Hälteklappe. Nee, nee, nee. Hör mal, das läuft nicht mehr so. Ich glaube, da müsst ihr ein bisschen nachhelfen. Der schnüffelt überall rum, der Typ. Nachhelfen ist gut, Klaas, sehr gut. Kostet aber ein bisschen. Immerhin hat er meinen Bruder vom Absaufen gerettet. Ist so sein Job? Da wird er gut von der Gemeinde für bezahlt. Jetzt bezahlst du erstmal ein hübsches Sümmchen Schmerzensgeld, kapiert? Wie ich? Wovon denn? Ich hab keine Kohle mehr. Bin ich Bill Gates? Soll ich mich jetzt aus Rippen schwitzen oder was? Hier, die Krabben, die fahr ich schon nach Marokko zum Schälen. Was denn schön Marokko? Gibt nur einen Marokko, Piet. Marokko in Afrika. Ja, weiß ich wohl. Nicht blöd. Die schälen wie die Weltmeister da unten. Und in 7 Tagen liegt das Zeug wieder fangfrisch im Laden. Meine Krabben? Ja, warte, deine Krabben, meine Krabben, alle Krabben. 7 Tage? Marokko, Afrika? Warum sagt mir das denn keiner, hä? Weißt du, man muss mal anfangen, ein bisschen globaler zu denken. Hm? Weißt du, wie viele Frauen da unten in der Fabrik arbeiten? 2000. Und doppelt so schnell wie hier. Ist doch schön, dass du für mich ein Mann bist, Klaas. Hauptsache, du vergisst nicht, wer deine Partner sind. Sind wir uns da einig, Klaas? Ja, Mann. Ja, ja, Mann! Jetzt tun doch nicht weh, Mann. Schwesterchen. Gerade haben wir dem Chef gesagt, er soll mal über eine Lohnerhöhung nachdenken. Und ihr habt euch schon geeinigt, wie ich sehe. Dann brauchst du keine Sorgen mehr zu haben. Oh, hier für dich. Och, wie hübsch, Schlichchen.
Wir haben eine Jahreskarte. Hey, boah, jetzt zeig mal so ein Ding. Wow. Toll. Die Scheißkontrolleure haben mich erwischt. Nein. Hey, bestimmt vor dir, die kosten 5 Euro, klar, zack. Na, tolle Familie. Hey, grüß deine Frau, Klaas, wa? Mama, ich glaube, du hast das Richtige. Auf so einen Unsinn zu erzählen, damit Spaß man nicht. Die Lottozahlen. 35, 38, 48, Zusatzzahl 43, 6 Richtige. Ja, ja, hör auf, 6 Richtige. Das Richtige? Hat er recht? Ob er recht hat? Ja und nein. Oh, ja und nein. Wie jetzt? Entweder oder. Ich bin nicht mehr in der Tippgemeinschaft. Was? Seit wann das denn? Ach, seit heute. Schade. Das schöne Geld. Du bist ja so peinlich, Mama. Hallo Bruno, willst du die Lottozahlen haben? 3, 14, 31. Moment mal. 35, 38, 48, Zusatzzahl 43. Wie kann man nur Buslinien spielen, Bruno? Die schönste Frau, den schönsten Bus und immer schönes Wetter. Was machst du denn? Spinnst du? War ja halb so wild. Was mischst du dich denn ein? Und überhaupt hier so rumzureißen, mitten in der Nacht? Das war Tempo 50, ganz normal. Das war mindestens 100 und da vorne war rot über die Ampel. Das war grün, höchstens vielleicht gelb. Außerdem war doch kein Mensch auf der Straße. Kein Mensch? Mein Sohn war auf der Straße! Du Busfahrer des Jahres! Mama hat aber gebremst! Ja. Es tut mir leid. Ja, kein Problem. Kann ich nach Hause fahren? Das ist ja wohl das Mindeste. Hallöchen! Kongo Müller! Adi! Ich glaub, da war ein Tee. Ich kann mir schon denken, warum. Halt mal, stopp! Hallöchen. Fährt noch was in die Stadt? Oh, fahrplanmäßig, eigentlich nicht. Da muss ich wohl den ganzen Bus mieten, was? Oder gleich den ganzen Laden kaufen und wegen ständiger Verspätung ausmisten. Ja, wie soll man denn hier einen ordentlichen Schulbetrieb aufrechterhalten, wenn der Verkehrsbetrieb nicht funktioniert? Emil Blinker, du solltest doch längst im Bett sein. Hauptstadt von Ägypten? Kairo. Hauptstadt von Burkina Faso? Ouagadougou. Psst, niemand sagt vor. Kara sitzen bleiben, abfahren. Ich soll alle Beruhigungspillen vergessen und mich stattdessen hier in der Klinik erholen. Ja, genau. Kostet nur 3.000 Euro am Tag. Und hat er dir was zur Spritze gesagt? Du wachst auf wie neugeboren, bist 4 Kilo leichter. Vielleicht liebst du mich ja doch, Hier, schau mal schnell. Fernsehen, schau mal schnell. Da siehst du mal, wie sehr ich dich liebe. Die Wetterfront heißt Adela. Genau. Wo sonst kannst du deiner Frau zum Geburtstag ein Tiefdruckgebiet schenken? Du spinnst ja. Ach, es ist bestimmt ein Zufall, den du wieder raffiniert für dich ausnutzt. Das traust du mir zu. Du rufst beim Seewetteramt an und sagst denen mal zu, ich möchte meiner Frau ein Tiefdruckgebiet schenken. Und die sagen dir, okay, nächste Woche wäre noch was frei. Wie heißen die Liebste? Aber das kostet doch ein Vermögen, Klaas. Ach, Quatsch. Tiefdruckgebiete sind ja billiger. Haben wir ja doch dauernd. Wirklich? Ja. Ich glaube, ich muss meinen Namen ändern. Adele klingt irgendwie altmodisch.
Schatz, ich bin gleich wieder da. Ja? Moin. Hallo? Ich bin's. Piet Blinker. Wollte mal gucken, wie's so geht. Ja, komm doch rein. Jo. Piet? Vielleicht solltest du mal ernsthaft darüber nachdenken, ob du für Klaas noch diese Drecksarbeit machen willst. Och, das bisschen Fischmüll. Die Ölplattform, die war schlimmer. Ich meine, sieh mich an. Ich tu was für mich. Ja. Diese Schönheits-OP ist in zwar in Verruf geraten, aber das kommt ganz auf den Arzt an. Mhm. Und auf die Kohle nehme ich an, ne? Mach dir da mal keine Sorgen. Wenn du willst, kann ich dir jedes Verfahren genauestens erläutern. Das wird toll, toll. Bei mir kannst du die kleinen Erfolge auch aus nächster Nähe begutachten. Hast du Interesse? Sicher. Wenn Klaas nichts dagegen hat. Wenn der wüsste, dass ich schon wieder Hotpants tragen kann. Ich denke, Sie sehen auch ganz geil aus, wenn Sie überhaupt nichts tragen. Oh, geht ja mächtig ab zwischen uns. Das ist doch alles unglaublich, oder? Finger weg, Klaas. Habe ich jetzt echt keinen Nerv mehr drauf, du. Später, oder? Nee, jetzt versau mir mal nicht die Stimmung hier gar nicht mehr. Ich brauche deine Kohle nicht mehr. Was ist denn los mit dir? Unsere Zeit ist gekommen, Gloria. Ja, das ist nicht, oder? Wo ist dieser scheiß Quittungsabschnitter? Ich hab'n im Tresor. Im Tresor. Das Ganze ohne Steuern. Ohne Steuern. Das Geilste ist überhaupt, ich hab Gütertrennung. Wie? Willst du deine Frau etwa? Gütertrennung, schon mal von gehört? Ha, da bleibt ja nur zu hoffen, dass du deine Ehe nicht aufs Spiel setzt. 25 Millionen durch 7. Wow. Das macht, Minus 2. Hm? Wieso minus 2? Wir waren doch immer 7. Naja, Mirabelle ist ausgestiegen und Mello? Mello hat wieder nicht bezahlt. Ja, wer nicht will, der hat gehabt. Genau. Oh, das können wir nicht machen. Rechtmäßig ist das aber. Das wird Menno aber gar nicht gerne hören. Schatzi, komm mal auf! Das ist Wahnsinn! Warum sind so wenig in die Hölle? Hölle, 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 Wahnsinn! Lust auf eine kleine Spritztour? Ich leite dich ein. Was du willst. Dicke Überraschung. Du wirst dich wundern. Das hat sich schon rumgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schade, dass du nicht mitgespielt hast. Ich meine, das war irgendwie nicht so schlau. Oh, neues Auto. Also mit dem Wagen hätte ich vielleicht noch bis Montag gewartet, bis alles rechtskräftig ist. Wer ist denn da? Der Busfahrer? Nee, der Bademeister. Der Onkel Piet gerettet hat. Dein Bruder meinte letztens, ich bin jetzt ein Teil der Familie. Was meint er damit? Er meint, dass ich schwanger bin. Wie, schwanger? Und in welchem Monat? Im 7. Monat, im Menodylmonat. Menodylmonat? Ich meine, ich war auch ganz schön lange nicht da. Ja, stimmt. Muss man da jetzt einen Vaterschaftstest machen oder so? Nee, muss man nicht. Du warst der Einzige. Ich werde Vater. Ich meine, Doppelglück. Aber eins möchte ich jetzt schon gerne noch wissen. War da irgendwas mit dieser Französin? Mit der Französin? Nee. Nicht wirklich. Mit nicht wirklich kann ich gar nichts anfangen, Menno. Mit ja oder nein könnte ich was anfangen. Obwohl das auch nicht bedeutet, dass, wenn du jetzt nein zu mir sagst, also nein, da war nichts mit dieser Französin, dass ich dann gleich ja sagen würde und mit dir losziehe. Da müsste ich nämlich erst mal drüber nachdenken, ob ich überhaupt noch mal wieder glauben kann. Ich bin nämlich nicht so spontan in solchen Sachen. Baby, da war nichts.
Und das soll ich dir glauben? Keine Frau an der Küste. Kann die das Wasser reichen? Das kann man wohl sagen. Surf Girls. Wo kommt das denn her? Das weiß ich jetzt irgendwie auch nicht so genau. Wie kenne ich die Kette? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier kommt. Ja, red du nur. Ich frage mal meine Brüder. Die kommen viel rum. Kannst du nicht meine Tasse im Schrank kurz vorm Jackpot auszusteigen? Ich darf gar nicht dran denken. Das war mein Wettschein. Deswegen wirst du auch hingehen und sagen, dass du nicht ganz zurechnungsfähig gewesen bist, dass du die neuen Zahlen abgegeben hast. Immer wäre dein Bruder beinahe abgesoffen. Und dann hättest du ganz spontan diesen Glückstag auf dem Lottoschein verewigt. Kann dir keiner übel nehmen. Typisch weiblich. Von mir aus hättet ihr mit eurem Kahn absaufen können. Was? Das meinst du wohl nicht ernst, oder? Doch! Das ist mein Ernst! Die ganze Scheiße, die ihr fabriziert! Hör mal zu, diese Welt besteht zu zwei Drittel aus Wasser. Da spielt dieses bisschen Scheiße mir auch keine Rolle mehr. Spätestens, wenn dein Bier nach Dünnsäure schmeckt und du den ganzen Tag Dünnpfiff hast. Du sagst ihnen, du hättest diesen neuen Schein nur zusätzlich abgeben wollen. Nie und nimmer hättest du daran gedacht, die langjährige Tippgemeinschaft zu kündigen. Du glaubst doch nicht, dass ich da betteln gehe. Ach, schau an. Jetzt hat sie es kapiert, hä? Blinker, bettel nicht. Bestimmt Überstunden. Wieso das denn? Chef will die Produktivität steigern. Wo ist denn Gloria? Weißt du das nicht? Nee. Die hat im Lotto gewonnen. Das wüsste ich aber. Das weiß doch schon der ganze Landkreis, Schatz. Ich sehe kein Heinetz mehr, Rebell. Wird gleich erledigt, Chef. Nicht nötig, bist eh gefeuert. Was, deswegen? Nee. Wegen chronischem Zu-spät-Kommen und Verstoß gegen die Hygienevorschriften. Du kannst mich nicht feuern, Klaas. Ich habe Mutterschutz. Über einen bezahlten Urlaub können wir uns vielleicht unterhalten. Lässt sich leider nicht mehr erinnern. Außerdem habe ich ein paar neue Maschinen bestellt. Krabbenschälmaschinen, Sortiere, Portionieren. Du bist ein Arschloch, Klaas. Kannst du vielleicht bei Gloria ein Wörtchen für mich einlegen? Dann kann ich vielleicht auch was für dich tun. Ich glaube nicht, dass du hier noch eine einzige Krabbe anfasst. Arnetz. Hey, na Schätzchen? Schöne Freundin, spielst einfach hinter meinem Rücken. Ja, hey. Was soll's? Ich hab's mir spontan halt anders überlegt. Und warum erzählst du mir nichts davon? Naja, du hast doch nur noch Menno im Kopf. Den schenke ich dir. Wieso das denn? So ein Falschkeks, der passt zu dir. Hey, 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 jetzt komm schon. Ich meine, wir sind schon Ewigkeiten befreundet, oder? Ich schick dir was aufs Konto, okay? Ich meine, ich komm mir doch so mies vor. Es gibt da jemanden, der dieses Problem bestimmt gerne mit dir bespricht. Das ist ja ein Ding, was? Ja, wenn du und deine Systemzahlen, ich kann das immer noch nicht fassen. Sag mal, sehe ich dein neues Auto oder wie, ja? Ja, das ist richtig. Und bis das lottomäßig alles geregelt ist, kann ich schon mal einen kleinen Vorschuss gebrauchen. Ich müsste nicht mal dringend die Wiege machen. Weißt du, Menno, wir haben da schon so ein informatives Vorgespräch geführt, ne? So, und du bist ganz oben auf der Liste. Was für eine Liste? Die Liste der Härtefälle. Also alle die leider leer ausgehen. Aus welchen Gründen auch immer, ne? Aber wovon redest du denn da, Ari? Du weißt genau, wovon ich rede. Du hast deinen Wetteinsatz nicht bezahlt. Genau genommen seit 4 Wochen nicht. Ich hab Piep Blinker aus dem Wasser gezogen, das weiß doch hier wohl jeder. Ja, das werden wir irgendwie auch berücksichtigen. Sag mal, ihr seid ja wohl die allerletzten Geldgeilen-Säue, oder was? Was hab ich dir gesagt, Menno? Punkt dir die Kohle von irgendjemandem, Hauptsache die 16,80 Euro liegen ja wirklich auf dem Teller. Vertrag ist Vertrag, ohne Einsatz kein Spiel. Du, wenn ich hier nicht gleich meinen Lottoanteil bekomme, dann mach ich dir deinen ganzen scheiß Laden nach, ist das klar? Ist doch nicht meine persönliche Entscheidung, Menno. Nee, natürlich nicht. Nee, ich bin ja nur der Kassenwart. Mann, ich fass das gar nicht. Du, dann ladest doch jetzt schon kurz. Ihr spielt doch bei die ganze Nation. Also, pass mal auf. Auf 1 Euro kommt mir das ja überhaupt nicht an. Wir werden sicher über so eine kleine Anerkennungszahlung der Lotto-Gemeinschaft für langjährige Mitglieder, wie du einer bist, da können wir drüber reden. Ich sag mal, was hältst du denn zum Beispiel von so einem freundschaftlichen Darlehen für deine Strandbude? Das wäre doch was, oder? Das kann ich dir sagen. Der Nächste, der hier absäuft, der sollte lieber seinen Checkheft dabei haben. Und an deiner Stelle würde ich lieber gar nicht mehr ins Wasser gehen. Das ist aber doch eigentlich ehrenamtlich, oder? Warum soll alles, was Menno Dürn macht, ehrenamtlich sein? Der Hubschrauber kostet Geld, die Ambulanz kostet Geld. Und nur weil ich mit einer Badehose auskomme, soll das alles umsonst sein, oder jetzt was? Jetzt beruhig dich mal, Menno, ne? Pass auf. Halt dich von Wasser fern.
Na, wie hat das denn aufgenommen, unser Kleiner? Beim nächsten Mal, da verhandelst du mit ihm, das sag ich dir. Kinders, wir müssen einen Sozialfonds gründen. Das wird das Beste sein. Ein Sozial was? Ein Fonds, der jedem in der Gemeinde zugutekommt. Sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist unser Geld. Meine Güte, Klaas, wir haben 25 Millionen. Und? Außerdem denke ich an den inneren Frieden. Hier kennt jeder hin. Eine perfekte Idee. Ein Solidaritätsfonds würde unser Image als Kurort mächtig aufmöbeln. Das nenne ich Bürgernähe. Wenn Sie irgendwelchen Leuten unser Geld in Rachen schmeißen, oder was? Jeder Sozialdeklassierte kann vor einem Komitee seine Bedürftigkeit äußern. Und wir werden dann Geldprämien und Förderungen ausloben. Und publicitymäßig die Presse dazu schalten. In ganz großem Stil. Komitee. Es lebe die russische Revolution, Genosse Zotebier. Da solltest du vielleicht mal zustimmen, Klaas, ja? Jeder Zweite hat hier Ebbe in der Kasse. Glaubst du etwa, die will nicht alle am Hals haben? Ach, verdammt, nicht so. Schließlich haben wir noch Polizei im Ort. Ja, ja, die Polizei. Also dieser Menno, ja? Der kriegt schon mal überhaupt gar keinen Cent. Das ist nämlich so ein Querulant, wie im Buch steht. Ja, dann warte mal, bis der Piti auftaucht. Der ist total taub, und zwar auf beiden Ohren. Mal, ist euch eigentlich klar, welche Idioten dann da auf der Matte stehen? Ja? Onkel, Tante, Schwager, Cousine und so weiter? Ja? Und Freunde, die habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen? Und alle leben von der Sozialhilfe? Ja? Da kommen dann so Sprüche wie, oh, ich habe schon 1000 Jahre keinen Urlaub mehr gehabt. Unsere Jury wird die Spinner ganz schnell rausfischen. Jury? Welche Jury? Wer sitzt da drin? Wir drei. Und eine Frau. Und wer ist die Frau? Adele, deine Frau wird Jurypräsidentin. Das kannst du aber mal gleich abschminken. Die nicht. Jeder andere. Jetzt denk doch mal strategisch. Erstens Frau, zweitens beliebt, drittens Kunstverein, Frauenverein und Kirchenvorstand. Hallo, ich weiß, wo sie überall drin ist. Das bezahle ich alles. Herr Sammel, ganz kurz. Harry. Was ist los? Herr Sammel, kurzes Interview möglich? Der von mir ist noch 2 oder 3. Wie fühlt man sich denn im Lottoladen Nummer 1? Wollen Sie Ihren Laden jetzt aufgeben? Nee, ganz im Gegenteil. Ich bitte Sie, ich musste schon Lottoscheine nachbestellen. Halb Deutschland will ja jetzt hier bei uns im Laden spielen, ne? Ja, zum Glück geht das heutzutage alles online, sonst müsste ich ja noch eine Post aufmachen. Die Brücke. Ah ja, außerdem haben wir noch ein gigantisches Tourismuskonzept in Arbeit. Mit einer einmaligen Inselanbindung. Aber dazu kann Ihnen vielleicht unser Bürgermeister Herr Zotebier... Herr Zotebier? Ganz kurz? Natürlich werden wir diese einzigartige Chance nutzen, Harlesiel als Urlaubsort bundesweit bekannt zu machen. Herr Zotebier, man hört da was von einem neuen Brückenprojekt? Ja, ja, richtig. Und zwar sieht unser Plan Folgendes vor. Die Insel mittels einer großartigen Vogelflugbrücke mit dem Festland verbinden. Also Insel, Brücke, Festland. Selbstverständlich unter Einbeziehung von Biologen, von Ökologen, von Meereswissenschaftlern. Bauunternehmen, Planierraupen, Betonlastern, Zementtransportern. Haben Sie was gegen Tourismus? In dieser friedlichen Gegend, ohne Tsunamis, ohne gefährliche Killer, Haifische. Ja? Und selbstredend steht der Gedanke dahinter, hiesige Arbeitskräfte zu fördern. Ja, okay. Und Herrschaften, wir haben einen Sozialfonds gegründet, von dem alle, und ich wiederhole, alle profitieren. Moin, moin, moin. Moin, moin. Ihr seid die Jury? Ja, ich bin die Präsidentin. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Turks, geboren in Wilhelmshaven, arbeitslos. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber mit der Stadt bin ich durch. Ja, und jetzt ist er hier. Ja, und was ist jetzt Ihr Anliegen? Erst meine eigene Wohnung. Eigene Wohnung, nämlich. Wenn Sie obdachlos sind, dann würden wir Sie wahnsinnig gern über den sozialen Dienst in ein Wohnprojekt vermitteln. Toller Sozialfonds, was Bares, wie sieht's damit aus? Besuchen Sie doch mal den unbekannten Planeten Arbeit. Hm? Unsere Mitarbeiter nehmen dazu draußen ihre Personalien auf. Schönen Tag noch. Ich bin Mustafa. Ihr kennt mich aus dem Dönergrill. Den kennt jeder Busfahrer. Schöne Alternative zu Fisch. Bis die Leute von der Brunner Maschinenfabrik gekommen sind. Die kenne ich. Die waren bei mir auch. Das sind Betrüger. Wir haben eine Bonamaschine gekauft. Schön blöd. Und Polierstoff. Für 3 Jahre. Meine Herren. Und jetzt sind wir pleite. Piet Blinker. Alles easy. Lass mal hören, Piet. Zu Hause alles in Ordnung, ja? Das hängt ziemlich vom Ausgang dieses Gesprächs ab, Herr Junkers. Wie bitte? Wie haben wir das denn zu verstehen? Mein Bruder und ich, wir spielen seit Jahren Lotto, ja? Nur diesmal nicht. Da waren wir beruflich auf hoher See. Alle, die hier sitzen, die gewinnen, ja? Da dreht man doch durch, da bist du doch verrückt. Jimmy, habe ich gesagt, Jimmy. Ich rede erst mal mit euch. Ja? Ihr seid ja vernünftige Leute. Na, ich hoffe, du hast Jimmy auch die allgemein schlechte konjunkturelle Gesamtlage erklärt. Was stellst du dir so persönlich vor? Ich habe hier diese Ölarbeitermacke. Das ist so, als wenn das Öl niemals von der Haut richtig abgeht. Du fühlst dich immer dreckig. Hab schon versucht mit Shampoo und Kernseife. Es nutzt alles nichts. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Besonders für Allergiker. Tja, und es macht total aggressiv. Und unberechenbar. Und meistens trifft es die ganz harmlosen Leute. Ist er nicht sogar vorbestraft? Wegen Körperverletzung. Der rastet gerne mal aus der Tür. Ist was? Hm? Ja?
Also, mein Arzt hat mir gesagt, ich sollte mich erstmal grundsätzlich um die Akne kümmern und um den Karies. Karies? Weg von den Reizfaktoren, raus aus der Lebenszone. Ja, der Wohlfühleffekt. Das klingt unterstützungswürdig. Und deswegen fliege ich erstmal rüber nach Florida. Florida. Waikiki Beach. Ja, Waikiki Beach. Für 14 Tage fliege ich dahin. Mein Bruder Jimmy und ich, wir haben uns geschworen, sauber bleiben. Keine Drecksarbeit mehr. Sie verstehen, wovon ich rede, Herr Junkers, oder? Na ja, ja, Herr Blicker, wir wissen ganz genau, was Sie meinen. Gute Besserung. Nächste. Nummer 227, bitte. Hallo, Mia Bay. Na du? Leider erst heute Abend. Stein, ist die Kohle weg. Ja, wofür denn? Eine kleine Seehundstation? Besser als für deine Haltestellen. Du, da rechnet das rein. Machen wir die ganzen Fahrgäste die Sitze dreckig. Bruno, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber hast du außer dem öffentlichen Nahverkehr noch andere Wünsche? Ja. Das kann mir da die Jury auch nicht bei helfen. Wenn ich einen Tipp geben darf, wenn du da gleich reingehst, dann würde ich viel rauchen. Bruno, ich bin schwanger. Ich rauche gar nicht. Du rauchst doch nicht wirklich. Tust du sollst ab. Dann denken die, oh mein Gott, die Arme, ist hochschwanger und muss rauchen. Und so rauchen zeigt Schwäche. Du senkst den Blick, machst auf unsicher und dann kriegen die Mitleid. Ich will kein Mitleid. Ja, ein bisschen Sturm muss schon sein. Gib mir das Gefühl von Macht. Also ihre Straßen, ihr Rathaus, ihre Landkreise. Nummer 228, bitte. Ich muss rein, Bruno. Toi, toi, toi. Tja, du könntest auf dieser Seite sitzen, Mirabelle, bei uns, in der Jury. War nicht unsere Schuld, muss man mal klar festhalten. Nein, natürlich nicht. Na, dann sind wir uns ja alle einig, oder? Dann ist alles gut. Soll das heißen, dass ihr langjährige Mitglieder der Wettgemeinschaft nicht an eurem Megagewinn beteiligen wollt? Doch, doch, doch. Wir haben da ein gewisses Budget für geborene Pechvögel. Daran so komisch. Denk mal ab, Mirabelle. Und deinen Brüdern haben wir auch eine faire Lösung gefunden. Ja, ja, und 1500 Euro ist doch eine faire Entschädigung für deinen entgangenen Gewinn, oder? Super fair. Das könnt ihr gleich der Seehundstation spenden, ihr Arschlöcher. Eine Spende für einen gemeinnützigen Zweck. Was hast du denn dagegen? Gar nichts habe ich dagegen. Mann, ich liebe doch nichts mehr als diese kleinen, süßen, putzigen Robben. Ja, mein Schatz, dann hast du ja auch sicherlich nichts gegen eine tägliche Sachspende in Form von ein paar Kilo Frischfisch. Ja, du solltest unseren Sozialfonds schon ernst nehmen. Ich nehme den ernst. Ja. Außerdem passt eine Seehundstation ideal in unser neues Tourismuskonzept. Mann, 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 Mann. Der nächste, bitte. Na, Benno, wie ist es? Was denn? Ich hab zu tun. Warum warst du nicht bei der Anhörung? Wissen, was für die Reisekasse wäre immer drin gewesen, weißt du doch. Ihr werdet noch von mir hören. Warum machst du nicht mal Urlaub bei der Plackerei hier? Oder ziehst du überhaupt ganz woanders hin? Du weißt ja, die richtigen Wellen, die sind ganz woanders. Verpiss dich, Lars. Also, wenn du wirklich mit der Idee spielst, von ihr abzuhauen, dann sprich doch mal mit mir. Ich kann vielleicht ein kleines Geschäft machen, bevor du vielleicht noch enteignet wirst. Und das wäre? Ich kauf dir einen Schwimmball ab. Super Idee, dann willst du hier quadratischen Seelachs züchten oder was? Nee, ich baue hier eine fette Rotbarschung drauf. 5 Hektar Zuchtanlage, sind 100 Tonnen Fisch. Und deine Antibiotika-Jauche pumpst du dann ins Wattenmeer oder was? Dann schwimmt die ja bald gar nichts mehr. Fischbestände sind sowieso weg. Außerdem wird hier eine Brücke gebaut. Ja, vierspurig, gebührenpflichtig, Tankstelle, eine Shopping-Mall. Die Brücke. Und was mit Flora und Fauna? Was mit Muschel und Wattwurm? Ja, der Wattwurm, der wird sich dran gewöhnen müssen. Nee, Klaas, dafür ist mein Grundstück nicht zu haben. Ich baue hier lieber ein Aquadream hin. Riesenwasserrutsche, Beachclub, Wellnessoasen und als besonderen Clou eine Wellenbahn für Surfer. Tja, genau. Aquadream, Dream weiter, Junge. Weißt du, was es kostet? Hm? Du wirst es auch bezahlen. Oder hast du Lotto gewonnen? Du, hey, 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 hm? Nicht mit dem Anzug. Der ist aus Bremen, hör auf. Und? War doch nichts. Bremen. Meine Schuhe sind auch aus Bremen. Wir wissen, was das kostet, Klaas. Also willst du nicht etwa mit ihm hier? Ja, damit wäre das Finanzproblem ja schon mal gelöst. Oder hast du was dagegen? Ihr beide zusammen. Das macht mir schon sehr große Sorgen, Gloria, Schatz. Für dein Geld kriegst du vielleicht eine Wildwasserrutsche und ein Baumstumpfkanu. Aber eine Surferbahn, dafür wird es nicht ganz reichen. Also ist es lieber mit Menno im Baumstumpfkanu als in deiner stinkenden Fischfabrik, du. Genau. Und wenn du noch einmal deine Chemiescheiße ins Meer kippst, dann lass dich nicht verhaften, Klaas. Oh. Na, das mach mal. Jetzt habe ich dich gar nicht gefragt. Na, das macht doch nichts. Ich weiß doch, wie sehr du dich für Surfen interessierst. Ja, hauptsächlich interessiere ich mich für dich, Menno. Ich will nicht, dass da nochmal was dazwischen kommt.
Zwischen uns beide passt kein Blatt. Hey, ihr könnt euch nicht rausfahren. Männer, will die Wasserschutzpolizei holen. Wir löschen draußen nach Fahrrinne. Da ist das Naturschutzgebiet zu Ende. Tut mir leid, Jungs, aber ab jetzt werde ich den Müll ordnungsgemäß entsorgen. Wegen dem neuen Tourismuskonzept, den wir sowieso in einer besonderen Beobachtung. Wir sind überall Besserung. Außerdem kann ich besser schlafen. Quatsch, besorg uns ein schnelleres Boot. 500 PS, da können die Bullen nichts machen. Oh, genau. Tut euch schon immer mal ein Rennboot schenken. Du, Jimmy. Was denn, Pete? Das hört sich fast so an, als wenn der feine Herr Jonkers unsere Dienste nicht mehr bräuchte. Das hat sich sicher nur so angehört. Meinst du, der kann uns einfach so fristlos kündigen? Dann kann er zügigst um Hilfe bitten. Jimmy und Pete kann er sagen, ihr seid die besten Müllexperten weit und breit. Welche unauffälligen Entsorgungskonzepte habt ihr denn sonst noch so in der Schublade? Entsorgungskonzepte? Darf ich mal lachen? Ihr müsst vielleicht einfach mal kapieren, dass ihr etwas kürzer treten müsst, Jungs. Ja? Arbeitslosigkeit kann jeden ganz plötzlich treffen. Ich sag nur Hartz IV. Schönen Gruß an eure Schwester. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne ein Konto eröffnen. Das ist immer gut. Privat oder geschäftlich? Geschäftlich. Ein Investmentkonto. Ich möchte eine große Menge Geld anlegen. Eine große Menge Geld. Ja, da würde ich Sie bitten, mir zuerst dieses Formular auszufüllen. Um was für eine Branche handelt es sich denn? Ich meine, damit man mal ein bisschen weiß, was Sie so unter einer Menge Geld verstecken. Das kann ich Ihnen leider erst in den nächsten Tagen sagen. Kapitalinvestment, Immobilien. Ich prüfe zurzeit noch verschiedene Angebote. Eine neue Kundin. Herzlich willkommen. Ich hoffe natürlich, dass Sie mein Vertrauen nicht enttäuschen. Zwischen Emden und Wilhelmshaven gibt es keinen, bei dem das der Fall wäre. Umso besser. Ja, dann bräuchten wir bitte noch Ihren Personalausweis. Mhm. Den habe ich leider zu Hause liegen lassen. Sie sind nicht von hier, Frau van Bommel? Nein, leider nicht. Ich muss dann ein andermal wiederkommen. Sie sind aus Halesiel? Wieso? Das Halesiel? Halesiel bei Jever? Es gibt nur ein Halesiel. Das Halesiel der Glückspilze. Ja. Moment, ich müsste noch eine Karte dabei haben. Bitteschön. Melissa van Bommel. Jugendamt Jever, das ist aber auch kein leichter Job. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie da nicht anrufen. Bitte nur über Handy aus Diskretionsgründen. Mhm. Ganz selbstverständlich. Ja, so weit kann man doch gar nicht geheim halten. Hallo, Lotto? Steht da sofort in jeder Zeit? Bei uns kann man das schon. Deshalb ist die Dame vermutlich auch hierher gekommen, ne? So ist es. Entschuldigung, klar. Sie können Ihren Ausweis selbstverständlich noch nachreichen. So, in welcher Höhe möchten Sie denn über ein Dispo verfügen? Ich kaufe Ihre Bank. Wussten Sie das noch nicht? Moin! Moin! Seit wann stehen Sie denn hier? Seit einer geschlagenen Stunde. Oder 16:22? Einfach durchgefahren. Ja, wieso das denn? Guck mal. Tönnies. Wer? Tönnies. Fundamentalist. Fundamentalist? Ja, ein Fundi. Ein Orthodoxer. Ne? Befehl von oben und dann kennen die nix. Kennen die. Das ist ja schrecklich. Ich weiß nicht, was Sie denken hier. Sie sind hier in der Gegend, da sind die nicht so wild. Steigen Sie ein? Ja. Keine gute Idee, schon wieder anzuhalten. Du legst den ganzen Taktverkehr lahm. Wenn du so weitermachst, handelst du dir eine Abmahnung ein. Und die Nominierung, die kannst du nicht vergessen. Ich hoffe, ich kann auf Sie zählen, Chef. Du hast Damenbesuch. Mach kurz. Ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr, Bill. Der 18:28 fährt pünktlich ab. Dann hast du ja noch 5 Minuten. Neuer Look. Hast du Anteil bekommen? Nein, aber ich sehe da noch eine Möglichkeit.
Allerdings wäre das nicht so ganz legal. Mit deinem Bruder wahrscheinlich kein Problem. Ich glaube aber, dass du der richtige Partner wärst. Ich? Hast du zufällig Ahnung vom Surfen? Nicht so simpel als das Surfbrett. Musst du irgendwie drauf stehen können, auf dem Brett. Es gibt da unten am Strand einen Experten. Den möchte ich ganz gerne ein paar Bretter verkaufen. Bretter? Bretter. Toll. Genau genommen eine gesamte Surfanlage. Die sollte möglichst teuer sein und nur auf dem Papier existieren. Ja, und bei deinem schauspielerischen Talent? Für dich würde ich sogar einen Tanker verkaufen. Bild dir nichts ein, Bruno, ja? Wieso? Unsere Beziehung, die läuft rein geschäftlich. Natürlich. Okay. Na, dann schieß mal los. Also. Hallo? Hallo? Klopf, ist jemand zu Hause? Na, wen haben wir denn da? Spreche ich gerade zufällig mit Herrn Menodil? Wer ist denn da? Rosicki, Capital Trade, Zürich. Capital was? Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem großartigen finanziellen Erfolg. Wir haben gehört, dass Sie sich beruflich weiterentwickeln wollen, dass Sie Ihr Freibad verkaufen wollen. Und unsere Investoren sind natürlich wahnsinnig interessiert an dem Areal. Wie erzählt denn sowas? Junkers, sagen Sie mal schön, ich verkaufe nicht. Ich will hier selber was aufziehen. Gut, das ist natürlich ganz was anderes. Was haben Sie denn da gedacht? Na was schon? Eine Surfsportanlage. The Wave. Ein Surfspot für 300 Surfer pro Stunde. Wow, das Areal ist natürlich top dafür. Ne? Neue Tourismuskonzepte, Verkehrsanbindung. Wo kein Bus fährt, da kein Leben. Bus? Wie Bus? Das hier wird das Zentrum der Nordseesurfer, ein riesiges Projekt. Der Surfrider hat 3 Pumpen mit je 113.500 Litern pro Minute. Das Wasser wird computergesteuert in die Bahn gedrückt. Reines Meerwasser, ohne Zusätze. Ja, aber dafür brauchen Sie Kapital, Herr Dühl. Ich weiß ja nicht, wie Ihr Gewinn ausreicht, aber wir bereiten Sie gern hinlänglich eines neuen Finanzkonzepts. Ich lasse mir doch nicht hier irgendeinen so Kram von Ihnen andrehen. Sag mal, Kollege, ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Ja, aber Sie glauben doch nicht, dass irgendein anderer von den Glückspilzen seine Millionen einfach bei so einer Landwirtschaftskasse einzahlt. Neue Projekte brauchen neue Partner, Herr Dühl. Wer ist denn da so bei Ihnen? Sie werden verstehen, dass ich keine Namen nennen kann. Aber Sie entscheiden ganz allein über Ihre Anlagestrategie. Wie viel müsste man denn da so investieren? Gut, also wir können natürlich erstmal eine kurzfristige Zusammenarbeit ausprobieren. Termingeld. Ich sag mal, Sie investieren 20.000 Euro über 24 Stunden. Und wir zahlen dann einen Kreativgewinn von 20% aus. Ach Quatsch. Und Jonkers ist auch bei Ihnen im Geschäft. Ich hätte doch auch lieber eine Surfanlage hier. Ich bin selber Windsurfer. Ohne Brett, da sind wir doch alle Fischfutter. Also, was war jetzt nochmal die Ansage? 20.000. Geht's noch? Das ist voll viel Geld, Mann. Was ist, wenn die das in den Sand setzen? Genau, das würde ich jetzt auch gerne noch mal wissen. Wie sieht es überhaupt mit dem Risiko aus? Ist kein Risiko. Kein Risiko? Da ist immer Risiko. Da ist immer Risiko. Aber das geben wir ein. Also, 20.000, ja? Ja, geil. Dann... Und könnte ich noch mal eine Visitenkarte einfach nochmal noch einzahlen. Raiffeisenbank Norddeich, Capital Trade Investment. Haben wir ein ganz neues Investmentkonto aufgemacht. Ich danke Ihnen. Herr Dühl, Frau Dühl, alles Liebe. Wir melden uns. Danke, ich finde raus. Raiffeisenbank Norddeich, Capital Trade. Tag. Tag. Ich würde gerne eine Einzahlung machen. Capital Trade, Zürich, 20.000 Bar. 20.000? Ich kenne Sie doch. Ich sitze der Bademeister aus Halesiel, der mit der roten Flagge und dem Tuthorn. Kommen Sie sofort aus dem Wasser raus. Hat sich was mit Tuthorn. Ich werde mich die Branche wechseln. Mit 20.000. Das ist erst der Anfang. Wir hätten ja noch so eingezahlt. Auf jeden Fall sind Sie der erste Bademeister. Kommen Sie sofort aus dem Wasser raus. Sie sind außerhalb der Badezone. Macht super. Du, jetzt pass mal auf, du Knallfrosch. Man darf dem Meer nicht trauen. Nicht eine Sekunde lang. Auch wenn es noch so ruhig und friedlich da liegt. Und jetzt zähl weiter. Okay. Hallo. Gloria. Na? Na? Was machen deine Finanzpläne? Weißt du inzwischen, wer dein Geld anlegen willst? Ja, du, ich mach was mit Menno. Mit Menno? Mhm. Ach was,
Ist zwar noch in der Planungsphase, glaube ich, aber passt ganz gut ins neue Tourismuskonzept. Vielleicht solltest du aber einen Partner suchen, der ein bisschen mehr auf Tasche hat, was? Ja, deswegen komme ich ja zu dir. Also so unter vier Augen. Kennst du zufällig sowas wie eine Investitionsfirma, wo man so Termingeld anlegen kann? Investment? Das ist ein Thema für sich. Ja, also Capital Trade International. Kennst du die? Was machen die denn? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Die exportieren halt so Sachen, die in irgendeinem Land selten sind und machen tierischen Profit. Also fast ohne Risiko. Ach was? Hm. Tatsächlich. Sag bloß. Du, ich guck mal nach, was ich für dich tun kann, ne? Will sie denn? Hat sie von Menno die Schnauze voll? Im Gegenteil. Sie will bei Capital Trade International ihr Geld anlegen. Capital Trade, mein lieber Ed. Ich auch nicht. Soll aber extrem profitabel sein. Ja, was verkaufen die denn? Ja, Bananen, Kaffee, Erdnüsse oder was? Diese Warntermin-Typen sind Geldhaie. Da steckt bestimmt die Nigeria-Connection dahinter. Schon mal gehört? Na, gegen internationale Kontakte ist erstmal nichts einzuwenden. Ja, das sind Betrüger. Da sollst du mal investieren. Hm? Am besten gleich alles, da sind sie gleich platt wie ein Plattfisch. Ja, und du übernimmst das Schwimmbad, du Lauser. Ja, bevor es total pleite geht. Aber die Nigeria-Connection, sag ich dir, die tauchen immer da auf, wo gutgläubige Bürger sind. Oder nicht? Nicht, das ist eine schöne Profitspanne, die Lappen geht. Okay, wenn ihr meint. Ja, meinen wir. Schaut doch nicht, so uns den Laden nochmal anschauen. Capital Trade, jetzt weiß ich, wen du meinst, Mann. Also, da musst du super vorsichtig sein, ne? Ich habe ja gerade mal nachgeschaut, also Capital Trade, die sind ganz groß auf dem internationalen Finanzmarkt. Aber ich weiß echt nicht, wo die hier bei uns in der Gegend sitzen. Ja, du, das weiß ich nur wieder. Also, die haben so ein Sonderkonto-Dings da, bei der Raiffeisenbank Norddeich. Sieh mal einer an. Da können wir noch mal sehen, wie schnell die Zeiten sich ändern. Früher haben die doch geglaubt, Ostfriesland ist ein Scherzartikel. 25.000, 25% Gewinn. Hab ich doch gleich gesagt. Was? Bist du dir sicher? Da war doch nur von 20% die Rede. Natürlich. Das habe ich mir von den Bankhai einzeln vorzählen lassen. Irrtum ausgeschlossen. Nee, ne? Ist ja geil. Ja, geil, aber im Grunde zu wenig. Wir hätten doch gleich mehr investieren sollen. Ja, wie wir? Ist immer noch meine Kohle, du. Dühl, wer ist denn da? Ja, hallo, Herr Dühl, hier ist nochmal Rositzki von der Capital Trade Zürich. Alles zu Ihrer Zufriedenheit gelaufen? Ja, klar, Mann, fantastisch. Aber kann man die Sache nicht noch irgendwie ein bisschen ausbauen? Ja, was hatten Sie denn da gedacht, Herr Dühl? Was weiß ich. Jedenfalls, dass er mal ein bisschen mehr hängen bleibt als nur die popligen 5.000. Ja, der Wellnessbereich boomt gerade. Da müssen Sie... Ja, aber wesentlich höher ran, Herr Dühl. Ja, hallo, Hasselt hier. Sagen Sie uns doch einfach, wie hoch wir einsteigen müssen jetzt. Nur die Summe. 200.000 plus X. Ja, und die Sonderprämie? 20% plus X. Ja, gut. Wird sofort eingezahlt. Das läuft doch auch alles diskret bei Ihnen, oder? Ja, natürlich. Was sagten Sie denn? Ja, gut. Ja, wiederhören. Nee, gib mir nochmal. Hallo? Ja. Moin. Was kann ich für Sie tun, meine Herren? Wir wollen über gewisse Investitionsmöglichkeiten reden. Moin. Mal ein bisschen Geld loswerden? Capital Trade. Die sind doch Kunde hier im Haus. Ja, das kann ich soweit bestätigen. Was ist denn das für ein Verein? Das unterliegt nun wirklich dem Bankgeheimnis, meine Herren. Hören Sie, für uns geht es nur darum, ob wir in diese Capital Trade investieren, die doch nicht mal das Internet kennt, oder ob wir mit Ihrer Bank direkt zusammenarbeiten. Als Halesiel Future Hausbank, sozusagen. Unsere Bank hat die beste Reputation. Interessant. Sie sehen ja, wer hier alles einzahlt. Sie kennen ihn. Flagge, Flosse, Tutor. Kommen Sie sofort aus dem Wasser raus. Ich weiß, wer hier einzahlt, guter Mann. Aber der Typ interessiert mich einen Scheißdreck, auf Deutsch gesagt, ja? Mich interessiert nur, wer das Geld abhebt und wo es hingeht. Darf ich gar nicht dran denken, das ganze schöne Geld an irgendwelche kriminellen Elemente zu verlieren, ja? 20 Jahre Lotto und du wirst abgezockt bis aufs letzte Hemd. Ach, jetzt gehst du mir tierisch auf den Sack. Das beruhigt euch mal. Wir sind auf jede denkbare Katastrophe vorbereitet. Also, Capital Trade. Die Frau heißt Van Bommel. Kennen wir nicht. Wie sehen die aus? Sehr gut. Sehr, sehr hübsch. Allerdings. Was? Sie roch stark nach Fisch. Ja, und sie war schwanger. Ach du Scheiße. Und wenn diese Frau, die nach Fisch riecht, jetzt ganz überraschend das Konto auflöst und das schöne Geld, was der Herr da gerade einzahlt, mitnimmt, was passiert dann? Dann ist das schöne Geld weg. Wie? Weg?
mach mal einen Termin mit dem Bademeister klar. Bringt doch nichts. Männer lehnen sowieso ab. Das glaube ich kaum. Der ist nämlich total am Ende. Unser Greenpeace-Aktivist ist pleite. Ach nee. Der hat sich so richtig über den Tisch ziehen lassen. Wer sind diese Leute da? Ein Kabeljauzüchter, ein Betäubungsgerätevertreter, ein Spediteur aus Holland, ein Journalist vom Fischmagazin und ein... Ja, so gut. Wer ist der Erste? Ein Herr von der Umweltbehörde. Was? Was bin ich gewarnt? Er war nicht angemeldet. Soll ich ihn wegschicken oder was? Verrückt geworden, auf gar keinen Fall. Schönes Tablett mit Marinadenklammer haben. Hering, Kabel, Ölsardine und Wodka und Jennifer stellen. Moment! Moment! Ja, Herr Claude. Johann Claude. Ich grüße Sie. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ja, wir haben seit einiger Zeit ein paar Hinweise, dass Sie möglicherweise in erheblichem Maße gegen Umweltauflagen verstoßen. Ich? Niemals. Nee. Ich spende sogar für die Seehundstation. Oho. Ja. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Das haben wir aus dem Wasser geholt. Das ist also alles Müll aus Ihrer Fischfabrik. Das können Sie doch gar nicht beweisen. Ja, wir müssen das eh noch mit den Produkten aus Ihrem Lager vergleichen. Vielleicht kann ich Ihnen erstmal einen Kaffee anbieten. Manuela! Ich mache keinen Spaß, Herr Junkers. Angesichts Ihres Umsatzes vermissen wir im Monat 10 Tonnen Müll. Vom Sondermüll, da wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was ich für die ganze verdammte Müllentsorgung bezahle? Ja, weniger als für die kommende Konventionalstrafe, Herr Junkers. Das kann ich Ihnen wohl versprechen. Wer hat Sie denn geschickt? Men und Dül? Was soll das denn heißen? Das ist Nationalpark Wattenmeer, das Naturschutzgebiet. Ach. Ich bin eine Analyseprobe aus Ihrem Abwasser. Das ist eigentlich regelrechter Sondermüll. Aber die Jauche verklappen Sie ja lieber auf hoher See. Na, Analyseergebnis. Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromastoffe, Chloramphenicol. Das ist so ein Antibiotikum. Vielen Dank. Das ist ganz lecker. Mit der Strafanzeige und Ordnungsgeld, dann wird das ganz schön teuer für Sie, Herr Junkers. Das war gar nicht klug. Und noch die ganzen Auflagen, die Sie erfüllen müssen. Gut, aber aus der Zeitung weiß man ja, dass Sie sich momentan in einer finanziell erfreulichen Lage befinden, ne? Das hat man jetzt davon, dass man die Arbeitsplätze schafft, ne? Ich bin gleich wieder da. Bedienen Sie schon mal. Umweltbehörde Weser-Ems? Ja, hallo. Ist Herr Claude zu sprechen? Tut mir leid. Herr Claude ist in einer dringenden Angelegenheit im Außendienst unterwegs. Kann ich ihm was ausrichten? Mit wem spreche ich denn? Klaas Jonkers persönlich, best Fisch. Ja, mit Herrn Claude kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, Herr Jonkers, denn Herr Claude müsste schon längst bei Ihnen eingetroffen sein. Und die Herren vom Ordnungsamt sind auch schon unterwegs. Danke. Scheiße. Herr Claude? Hören Sie mal zu, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, die anderen Herrschaft daraus zu halten? Hier. Ich biete Ihnen 20.000. Das klingt aber nach Stechung. Das ist eine kleine finanzielle Unterstützung. Wenn ich da an Ihr lausiges Beamtengehalt denke. Das kommt gar nicht in Frage. Ah, eins noch. Den Laden hier, den müssen wir jetzt mal dicht machen. Was? Ein paar Tage. Sie sind verrückt geworden. Meine Produktion? Ja, erfüllen Sie die Auflagen, geht das weiter. Was ist Ihr Preis? Oh, Herr Junkers, machen Sie... 30? 40? Also das ist jetzt der Gipfel der Beleidigung, Herr Junkers. Wie soll ich Ihnen denn für das Geld helfen? Die Herrschaften vom Gewerbeaufsichtsamt, von der Gesundheitsbehörde, die wollen doch auch alle mit Ihnen reden, wenn ich da Meldung eingereicht habe. Die waren schon da. Die Veranstaltungen sind erledigt und schnell wieder. Ja, davon können Sie aber diesmal nicht ausgehen. Herr Gott, dann vergessen Sie eben diese verdammte Meldung. Ach so, Sie meinen also, dass ich die Akte einfach vernichten lasse und dass ich die Jungs einfach anders hinschicke? Hilft Ihnen ja die Zahl 50.000 dabei. Hm? An so ein Batzen Geld habt ihr nicht mal geträumt. Ach, oh, doch, von 100.000 in bar. 100.000? Und nochmal 100.000 obendrauf. Wie bitte? Ja, wenn Sie einmal als Umweltsünder bekannt sind, wird man Sie niemals an dem Tourismuskonzept Hardesee Future beteiligen. An was? Und wenn Sie die Wattenmeerbrücke bauen, dann bedenken Sie doch, die für den Autoverkehr komplett zu sperren. Nur Busverkehr zulassen. Okay. Zur Umweltauflage. Nur Bus. Ich werde es weitergeben. Wenn Sie sich beeilen, dann kann ich da gleich den Jungs Bescheid geben, dass es... Ne? Okay. Das ist sozusagen gar nicht mehr... Hauptsache, diese verdammte Akte findet den direkten Weg in den Reiswurf. Kein Thema. Herr Junkers, danke für die freundliche Unterstützung. Ne? So, ich bin einmal weg. Weil ich gerade andere Probleme habe. Wir reden später nochmal. Tschüss. So, ihr fehlt mir gerade noch. Ihr könnt euch hier nicht mehr blicken lassen. Die haben mich an Hammelbeinen. Wer denn? Umweltbehörde.
konntest gerade noch mal so hinbiegen. Was? Was ist das denn, Klaas? Kloake. Ja, wenn du mal eine Abwechslung brauchst mit deinen Drogen, bitteschön, bediene dich. Das ist Himbeersirup. Wie lange zu Hause? Ich bin drin, sein Neffe. Du spinnst doch. Eine Analyseprobe von meinem Abwasser. Den trinken wir alle. Ja? Hat ja bei einen schönen Bären aufgebunden, Klaas. Tja, der teuerste Fruchtsaft deines Lebens. Schade um das schöne Geld. Ich hab gewusst, dass da irgendwas nicht hinhaut. Verdammt nochmal! Ich hab sogar angerufen! Er hat sich abzocken lassen. Tja, und unsere Schwester steckt mittendrin. Was gibt's da jetzt zu flüstern? Oh, oh, nichts. Was mach ich jetzt? Ja, die Bullen würden wir auf jeden Fall rauslassen. Ich meine, auf uns kannst du zählen. Wenn du einige ärgerliche Fehlentscheidungen wieder gerade rückst. Wie, was? Gerade rücken? Naja, ich meine, euer Sozialfonds war ziemlich geizig. Für meine Therapie war überhaupt kein Geld übrig. Und mir habt ihr einfach mal gar nichts gezahlt. Jungs, das war doch nicht allein meine Entscheidung. Da gab's eine Jury. Aber dein Konto kannst du doch auch nicht alleine verfügen. Ja, mein Alter ist auch noch durchgebrannt. Ach ja, Klaas, dazu wollte ich dir noch was sagen. Ich will jetzt überhaupt nichts mehr hören. Ich wollte dir auch nur sagen, mit wem sie durchgebrannt ist. Du kennst ihn ziemlich gut. Das kann ja nur ein ziemlicher Idiot sein. Es handelt sich dabei um mich, Klaas. Wie um dich? Naja, sie hat versprochen, mit mir ihr Leben zu teilen. Du hast kein Geld, sie hat kein Geld. Super. Deswegen sind wir ja auch hier, Klaas. Was ist das für ein Ding? Eine Harpune, Klaas? Hör mal, pack das Ding weg, das ist lebensgefährlich. So was haben die Eskimos. Ja, die Eskimos und wir. Und wer nicht hören will, vor allen Dingen in finanziellen Fragen, der wird ganz einfach aufgespießt. Hey, du kannst doch jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Was ist denn nicht? Komm mal mit. Ich hab Nachtschicht, der 18.28. Aber wir beide haben doch noch was zu feiern. Unsere Beziehung ist rein geschäftlich. Wir haben 50-50, haben wir gesagt. Also, wenn ich saufen gehe, dann gehe ich alleine saufen. Unser Herr Karas. Das Wort hat der Oberkreisdirektor. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Busfahrergilde, die Region Weser-Ems hat sich in diesem Jahr entschieden, einen Fahrer zum Busfahrer des Jahres zu ernennen, der nicht nur Dienst nach Vorschrift schiebt, sondern auch als Pannenhelfer am Straßenrand seinen Mann steht. Daher kenne ich Sie. Selbstverständlich hat er dabei zu keinem Zeitpunkt das Wohl der Fahrgäste und die Aufrechterhaltung des Taktverkehrs aus den Augen verloren. Die Region braucht den öffentlichen Nahverkehr. Die Region braucht Fahrer wie Bruno Karas. Schöne silberne Radkappe. Danke. Okay. Ja, danke. Dann weiß ich jetzt hier irgendwie Bescheid. Scheiß Fundis! Ein bisschen sehr viel Glück gehabt in letzter Zeit. Wir wechseln das Lokal. Sag mal, hast du hier ein bisschen Dreck an der Backe oder was ist das? Halt's mal. Ich glaube, wir sind jetzt vollzählig. Wie Busfahrer des Jahres. Ich kenne den Typen, der war bei mir im Büro. Das ist ein Betrüger. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was Sie meinen. Ach nee? Genau, du bist doch dieser Typ da von diesem Investment-Scheiß. Hier, von wegen kein Risiko, du. Ja, ich hab Nachtschicht. Ich muss dann jetzt eigentlich los. Penner. Das Ganze ist eine Verwechslung. Das ist unser Busfahrer, Bruno Karas. Linie 15, Busfahrer des Jahres. Hallo. Oh, die Klappe, Walter. Was soll denn das? Der Typ hat mich ausgenommen. Stimmt das, Bruno? Sie kennen mich doch, Chef. Wie doof muss man eigentlich sein, um einem Busfahrer seine ganzen Millionen anzuvertrauen? Der war kein Busfahrer, der war von der Umweltbehörde, Mann. Ja klar, ich kenne ihn von der Plattdeutschen Bühne, der spielt da alles Mögliche. So, was willst du damit eigentlich sagen? Willst du mich mit dem Bescheid gar nicht liegen? Ja, Schnauze! Alle! Busfahrer, mein Lieber. Wenn ich mich hier so umgucke, dann haben alle, die hier sitzen, Geld. Nur wir nicht. Ja, ich wollte wohl deswegen nicht von der Waffe Gebrauch machen. Nur wegen so ein bisschen Geld, Mann. Um dieses Gemeinderatstreffen unblutig zu beenden, könnt ihr euch doch bestimmt auch einen verantwortungsvollen Job in dem Projekt Halesiel Future vorstellen, oder? Wenn überhaupt, wäre die Umweltbehörde unser Ding. Ja. Umweltbehörde, ja klar. Also ich denke, wir sollten Miriam bald den Wunsch erfüllen. Ich hatte genug Aufregung gehabt in der letzten Zeit mit ihrem Ding. Bauch. Du hast hier gar nichts zu melden. Dafür müsst ihr euch mit eurer Firma natürlich erstmal ganz normal bewerben und dann ein branchenübliches Angebot abgeben. Willst du mich verhaschen? Die Bewerbung ist längst draußen. Und unser Angebot lautet, dass du nicht der erste Bürgermeister bist, der mit einer Harpune erschossen wird. 10-Jahres-Vertrag, ohne Kündigung. Ich bin mir völlig sicher, dass hier niemand was dagegen hat, wenn die Herren Blinker das Umweltressort übernehmen.
Ja, klar. Ich meine, warum in die Ferne schweifen, wenn wir zwei Experten vor Ort haben? Ihr habt beschlossen, der korrupten Gesellschaft den Rücken zu kehren. Kann man das so sagen? Jo, Süße. Abgehen. Wenn man Kollegen die Schicht überlässt. Und Wundi, kein Wunder.